Hey, hey Leute, willkommen zum nächsten Part Somat. Ja, und beim letzten Mal haben wir hier bei Van Brandon aufgehört. Der Typ, der sich nirgends wohlgefühlt hat. Genau, und da müssen wir jetzt erstmal neue Module suchen, würde ich sagen. Nimm mal die Karte wieder mit, oder? Was? Die da drin steckt. Ich suche jetzt einfach was Neues. Da soll ich was mitnehmen. Naja, weil du neue Erinnerungen finden musst und die sind, glaube ich, nicht hier drin, weil das diese sind ja die Menschen. Kamera. Wieso? Aber hier ist doch. Hier sind nur die Menschen. Ja, das sind die Erinnerungsspeicher gewesen. Ich glaube nicht. Also kann natürlich sein. Ja, bestimmt nicht nur Menschen, hier sind auch noch andere Sachen drin. Also ich habe das so verstanden, dass das die Lagerdateien hier für die Leute waren. Würde ich zumindest vermuten. Sieht fast hier so aus, ne? Sexy ist. Doch gesagt. Erinnerst du dich? Weißt du was? Ich habe überlegt, jetzt seit der letzten Folge, können wir nicht einfach das Gedächtnis von dieser anderen Frau da rein transportieren? Warte. Dass sie quasi mit ihm spricht? Wie soll ich das machen? Ja, weiß ich nicht. Aber das hatte ich überlegt. Das wäre halt sinnvoll. Weil dann würde er halt nicht denken, dass das unecht ist, weil sie halt da ist, ne? So hat er halt immer das Gefühl, sie ist gar nicht da. Du bist voll klug. Danke. Okay, guck mal, Skihütte kann ich nicht mal anwählen. Achso, das war wahrscheinlich zuletzt angewählt. Ja, genau, wir hatten alle ausprobiert, okay. Oder? Hatten wir alle ausprobiert, ja. Ja, ne? Hatten wir. Also was ja, denkst du jetzt, wo ich jetzt was... Das Ding nimmst du erstmal wieder mit da. Welches? Ich weiß nicht, welches du da wo reinstecken das konntest. Hier, ne? Weiß ich nicht, war das nicht das andere? Nein, das war das. Hier konntest du nichts dran machen, da hinten an dem anderen Computer. Genau. Und hier ist ja so ein Steckplatz gewesen. Siehst du? So. So, und hier sind ja jetzt... Ah, hier ist nur dieser Guy Convert. Du kannst ihn noch nicht transferieren. Das kannst du kopieren. Tankfluten. Was ist das? Scanraum? Geht auch nicht, ne? Scanraum hatten wir, glaube ich, sogar schon, oder? Ja, Scanraum hatten wir. Strand geht auch nicht. Versailles auch nicht. Scanraum ist da unten nochmal. Ach so, ja, das Umgebung. Ist ja das, was auf meinem Chip ist. Testumgebung. Ja, bist du sicher, dass das der Chip ist und nicht der andere? Soll ich nochmal gucken gehen? Ja. Also testweise, ich weiß es nicht. Da hinten ist auch kein Computer mehr oder so, ne? Warte mal kurz. Kurz zur Sicherheit. Ich kann wetten, Monster können auch Türen aufmachen. Nein. Das waren nur die Scanlogs, die waren ja unwichtig. Zumindest erstmal. Aber an sich ist das dasselbe Gerät, ne? Aber wir hatten ja alles durchprobiert, was möglich war, ne? Eigentlich schon. Ja, okay, das passt nicht, schade. Funktioniert nicht. Ja, das haben wir auch schon gehört. Ist hier hinten noch irgendwo was? Da, warte mal, da. Ah, oh, nee, aber das sieht tot aus. Funktioniert nicht, ja. Aber hier hinten vielleicht? Kannst du dein eigenes Ich drauf transferieren? Nee, ich glaube nicht. Nicht so aus. Was ist das? Da, guck mal, der ist an. Hat das einen Grund? Was ist das da? Ja. Kann ich nichts machen. Das ist der einzige, der an ist hier, witzigerweise. Ja, das geht alles nicht. Das waren ja auch nur Audiodateien, ne? Ja. Ey, diese Tentakel, ne? Die machen ja, sonst geh nochmal zu dem Rechner, guck nochmal nach, ob nicht doch irgendwas geht, was wir übersehen haben. Aber eigentlich wüsste ich nicht was. Meinst du, da ist irgendwo was drin? Ne? Könnte doch sein. Sonst guck doch nochmal hier in den ganzen Serverdingern nach, aber. Alle drehen! Alle drehen, 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 drehen. So, jetzt müsste hier auch einmal rum sein. Du musst ja gucken, ob da was ist, was du nimmst, oder hat er das letzte Mal geleuchtet? Ja, der sah anders aus. Achso, okay. Die sehen halt alle schrottig aus und die okay. Anderen. Siehst du? Oh, er sagt sogar was. Damaged. Tja. Ungünstig, würde ich sagen. Ja, ist ein bisschen doof. Ja, dann geh nochmal ans Terminal. Vielleicht haben wir was übersehen beim letzten Mal. Oder vielleicht ist irgendwas beim zweiten Mal möglich dann oder so. So. Okay. Ladeumgebungsdaten. Das, was ich nicht verstehe, guck mal, hier unten ist ja noch Modul. Ja, eben, wir haben kein Modul. Unterstützungsmodul. Ah, warte mal, kannst du nochmal rausgehen? Drück mal Tab.
dein Scanner konnte man. Nee, wie war denn der zu aktivieren? Mit dem Mausrad? Hätte halt gedacht, dass du vielleicht. Weißt du, in deinem Scanner ist ja der Chip von der anderen drauf. Dass du den rausholen kannst. Ach so, warte mal, ist die nicht noch irgendwo drin? Die steckt doch noch irgendwo, oder? Die steckt. Haben wir die nicht irgendwo zurückgelassen? Stimmt! Die ist ganz hinten noch. Ja, vielleicht läufst du da jetzt mal hin. Vielleicht hilft das. Wo ist die? Ganz hinten? Ja, die ist noch am Anfang, wo wir reingekommen sind. Ja, geh. Testweise kann man das ja mal machen. Ich glaube auch nicht, so weit ist das von hier gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier schon ein Monster ist. Wir haben das Rätsel ja noch gar nicht gelöst. Da darf hier gar kein Monster sein. Oh, da ist eins. Hallo. Ja. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Es kann ja nicht so falsch sein, wenn wir jetzt hier langlaufen. Angsthase. Aber im Keller war nichts mehr, ne? Nein, und da möchte ich auch nicht nochmal hin. Das war doof im Keller. Jetzt lauf mal. So, da drüben war sie drin. Weiß halt nicht, ob du sie jetzt... You know what? Go look for Brandon's room. Let's do some investigation. Ah. I'm sure we can get to him somehow. Brandon's room ist nicht hier. Ach, warte mal, das war doch da drüben. Ja. Das war ganz, ganz am Ende. Also geradeaus durch. Es macht natürlich Sinn, seinen Raum zu durchsuchen. Ja, siehst du, dann ist es doch gut, dass wir rausgegangen sind, um jetzt ein paar Tipps zu kriegen. Ja. Das ist ja cool gemacht. Das ist halt auch recht unauffällig gemacht, ne? Ich meine, gut, dann rennt man halt mal umher und dann gibt's halt Tipps. What do you mean? You didn't know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. So, Conrad, Nadine, Maggie, Brandon. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Ah. Und ein Computer. Ja, geh erstmal hier an das Erinnerungsding hinter dir. Was? Achso, das. Brandon, you ready to go? Stromeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Okay, da ist er gerade aufgebrochen. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. So, 14. August 21.003. Sagt man das so, ja, ne? Ich glaube schon. Akers hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Uya, Krio und ich sind heute nach Theta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Bisschen. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. 25. August. Hab heute zusammen mit Alice meine Arche scannen. Ey, ihr spoilert! I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick him into feeling safe enough to open up. Das ist natürlich clever. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Oh mein Gott. Hab heute zusammen mit Alice meinen Archiscan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chantroller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. 7. Oktober. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscode bekommen werden. Oh je. Und 15. Januar. Habe gehört, dass das Komorebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Er ist da jetzt schon seit Monaten allein da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Schach gespielt. Oh je. Dann hat er noch gelebt, als die Akers geholt haben. Scheint so. Fair Child Award. Jo, tschüss. So, hübsche Bote. Venedig?
Und Japan. Sieht aus, ja. Japan. Würde ja auch passen zu Brandon. Wie ist er? Schau? Nee. Ciao. Lee. Okay, was war das für ein Name nochmal? Mohammed Lee? Der häufigste Name? Genau, Mohammed Lee. Bei Big Bang Theory. Oh, da ist noch ein Zettel. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer, nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Ja. Viele Küsse, Alice. Jo, die... more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock, we got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Brandon Waran. Wan. 6M. Der ist aber groß gewesen. 1,77. 84 Kilo. Chinese. Ist doch nicht aus Japan, der Kollege. Ist aus China. Du hast gesagt, er ist China-Mann. Geguckt, der war gerade dich. Cute. Cute. Da oben ist noch irgendwas. Sein Dort. Wahrscheinlich. Seine One Dart. Seine One Family. Okay, dann haben wir jetzt die Infos. Meinst du, unter den Kissen liegt was? Könnte sein. Okay, dann haben wir jetzt die Infos, die wir brauchen. Wir simulieren jetzt quasi die Alice. Beziehungsweise hier unsere Helferin macht das. Du hast so einen Schuh-Tick, ne? Jo, go. Go for it, Forrest. Lauf, Forrest, lauf! Okay, schade. Ich möchte mich hier noch völlig behalten. Okay, schade. Ich denke mal, es wird erst was passieren, wenn du weitergehst. Ich möchte aber nicht, dass was passiert. Ich find's krass eigentlich. Also es kommt jetzt einem vor wie Weltall, aber eigentlich ist das ja alles noch unter Wasser, ne? Auch mit Keller haben wir eigentlich voll Unrecht gesehen. Oh, Scheiße! I compiled an Alice module that we can use. She'll be with Brandon in the simulation. Sort of. Die war wohl auf jeden Fall noch nicht offen. Ja, die war auf keinsten auf. Tja, dann simuliere jetzt erstmal alles. Oh, Scheiße! Scheiße. Hattest du schon, du wiederholst dich. So, guck mal, Modul Alice nämlich. Und dann mach das doch erstmal im Scan-Raum, oder? Das ist am unauffälligsten vielleicht. Sie waren ja zusammen scannen. Ja, deswegen. Stromeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. Wie unauffällig. I had it coming. About Stromeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Sean just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 1729 over 42. 12 over 407. Ah! Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wong. 1749? Brandon. Was war das andere? Goodbye. Irgendwas über... Oh, wait. Oh nein. That's enough. Ich glaube, das hat er sich bestimmt... We need. Was, Daten löschen? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. Du kannst jetzt deine Daten löschen. I'm not sure what to do with the data. You decide. Würde ich nicht machen. Hä, was machst du denn? Möchtest du das hier legst wieder du ihn da hin, oder was? Achso, ich wollte es wieder mitnehmen. Kannst du beides nicht mehr nehmen. Du kannst jetzt aber nicht mehr seine Daten löschen. Nö, dann fahr ich mal da. Okay, also lebt er weiterhin. Ja klar, ich will den nicht umbringen. Der ist doch nett. So, und jetzt kommt die Action. Denn jetzt wird die Tür wahrscheinlich ganz offen sein. Und Micha, hier ist eine Schleifspur zu sehen aus Blut und Verderben. Okay, doch noch nicht. Ich kann hier nicht mal rein. Nicht, dass ich das unbedingt möchte, aber ich könnte nicht, wenn ich nicht wollte. Hast du Schiss? Was willst du denn hier schon wieder? Oh Mann, warum ist die Tür jetzt zu? Stimmt, der Server ist zu. Und die Dinger stecken da drinnen. Was soll ich denn jetzt machen? Naja, du musst aus. Hey, jetzt ist da die Tür auf. Hä? Achso, die können nicht beide gleichzeitig offen sein. Zu sein. Was soll ich jetzt machen? Andersrum. Hier rechts musst du raus. Und dann?
Und dann hast du jetzt den Code für die Haupttür wahrscheinlich. Wo war die Nummer? Simon, got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Wo soll ich, wo ist das denn nochmal? Links. Oh, er speichert. Kein gutes Zeichen. Rast jetzt einfach komplett durch. Okay. So, wo weiter? Geradeaus. Ich weiß nicht, entweder musst du jetzt zu ihr, dann da drüben rein. Oder hier links das eingeben, aber ich weiß nicht. Couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? It's so cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. There you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. So, das ist einfach mit so. Okay, that's it. Guck doch mal dahin, vielleicht kommt da ja ein Monster mit hoch. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then was plug me in and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Super. Hi. Wo muss ich jetzt lang? Dahin. Du kannst jetzt Türen öffnen. Das heißt, du kommst jetzt hier rechts durch die Haupttür durch. Ach, die Türen sind zu da vorne. Also da kann jetzt nichts rauskommen. Vielleicht. Doch. Wo ist es lang? Da zur Haupttür, glaube ich. Da? Ja. Also die da hinten sind jetzt zu. Da kommst du jetzt nicht mehr durch. Und da sind wir reingekommen. Also bleibt ja nur das hier. Was soll ich jetzt hier machen? Da, dein Tool ranhalten. Ach du Scheiße. Da ging die Tür hinter dir auf, würde ich sagen. So. Hier müsste jetzt der Dunbat sein oder hochkommen. Ich weiß es gar nicht. Da sitzt auf jeden Fall irgendwas. Wo? Oh. Da oben. Das ist der Dunbat, oder? Ist der nicht größer und rot? Geh mal hoch. Steh mal auf, du musst da was eingeben. Ach fuck, jetzt müssen wir bestimmt die Zahlen eingeben, die wir gelernt haben. Oh, hier ist kein Strom. Mach oben links erstmal on. Oben links? Oben links. Achso, oh, das ist kein Knopf. Ich glaube, es flackert, oder? Das ist das Licht da hinten. Da hinten kannst du auch, du musst jetzt erstmal Strom. Hier, warte mal, unter dir liegt ein Kabel, du kannst es einstecken. Wo denn? Achso, warte, hier? Ja. Oh Mann, gut, du hast was gesagt. Ist er dann mit. System okay, nächster. Guck hin, bereit zum Abkoppeln. Der Dunbat funktioniert nicht mehr, würde ich Warte, sagen. Der Dunbat dachte, er wäre ein Mensch? Ja. Und Catherine hat damit schon wieder irgendwas zu tun gehabt. Hinten rechts, ja. Was ist das für ein Geräusch, ey? Taschenlampe, ne? Der dachte echt, er ist ein Mensch. What the fuck? Komm, sie hat noch gesagt... Okay, da ist nichts gerade. Sie hat noch gesagt, irgendwas ist merkwürdig, ne? Ja. Er hat dann gesagt, egal. Hier musst du vielleicht zur Tür von dem Dunbat. Hier in der Mitte. Guck mal, da ist so ein Gang. Irgendwas machen? Nee. Toll, ey. Das Problem ist, wie kommen wir denn jetzt runter? Ist hier ein Gang? Ja, nein. Du hast ihn quasi wiederbelebt gerade. Da ist aber, da ist ein Gang. Tja, das ging wohl schief, würde ich sagen. Achso, die Leiter kannst du schieben. Ja. Ach so. Natürlich wenigstens. Oh Gott. Oh, fast. Ich glaube, du musst da nochmal.
Weiß nicht, ob du da so reinkommst. Versuch mal. Oh, du glitschst dich rein, ne? Oh, scheiße. Leute! Oh, da ist ein Loch. Da musst du runter. Ich darf aber nicht runter. Musst du aber. Okay, let's go. Was jetzt? Ah, er hat eine neue Ebene geladen. Und er speichert. Aber beim letzten Mal speichern war ja nicht schlimm. Kann aber auch nicht schneller. Dreh ich mal um. Nein, ich kann nicht umdrehen. Könnte hinter dir sein. Ja, könnte. Ist es denn konstruktiv, mich umzudrehen? Okay, da warte, da würde ich noch nicht durchgehen. Warte erst mal ab, was das ist. Achso, okay, gut. Ich glaube, da kannst du doch durch. Irgendwas ist da. Irgendwas. So, wo sind wir jetzt? Das ist die Frage. Alle Fragen. Da ist auf jeden Fall ein PC-Terminal, wo du ran kannst. Und hier ist ein Speicherpunkt, ja. Pflanze. Ja, nimm mit. Oh Gott, ist das Geräusch eklig gewesen, da nicht rausgegangen. Die Wow-Droge. Gehst du erstmal zum Terminal? Dahin? Ja. Jetzt hier können wir scheinbar mehrere Sachen durchsuchen. Da kannst du sie ranstecken. Wait, this isn't... Oh, no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the Climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Man. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Das ist so einfach. Okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Warte mal. Sagst du noch was? Nee. Dokumente. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe, und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projektes gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemand hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten. Mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chan. Diese Chan-Frau ist doch die, die unter unserem Ding steht, ja, ja, oder? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass wir auf sie aber hören. Aber die Chan-Frau, die in dem Ding steckt, ist älter als die Chan-Frau, die hier war. Weil die hat sich ja vorher gescannt. Aber dann ist sie doch jünger. Ja, also die hat weniger Wissen als die, die das geschrieben hat. Aber ja, das ist ja jünger. Ja, ist jünger. Interface-Modul anwenden, Arche-Kapsel versiegeln, Genehmigung von 4Q einholen, Iwaschkin, Lindwall, Petersen und Hill instruieren, mit dem Shuttle nach Omikron fahren, Kampfanzüge abholen, mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch zum Startplatz, Landen des Geschosses, Laden des Geschosses, Starten der Arche. Beim Geschosses. Ja, aber Starten der Arche ist dann wohl, da ist noch mehr auf dem Computer. Hä, was denn? Ach so, stimmt, das war, oh warte, sorry. Arche Positionsgeber. Jo, die ist unten bei Tau, beziehungsweise fast bei Pi. Okay, das heißt Phi. Und das heißt, sorry, ich bin gerade irgendwie
Auf jeden Fall müssen wir nach zu Omikron ja. Und Omikron hat dann diesen Omikron. Heißt Omikron. Ja, ja, du auch. Da ist immer noch was drauf. Ja, ich weiß. Arche Verhaltensstudie. Untersuchungs-App. Version 1.1.2. 1.12. Ich habe dies noch nichts gesagt. Arche Einstellungsumfrage. Bitte füllen Sie diese kurze Umfrage aus, damit wir Ihre Personalmeinung... Kürzlich wurde beschlossen, dass das Arche-Projekt die letzte offizielle Handlung von Pathos 2 sein wird. Trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt, mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke, dass das Arche-Projekt ist der logischste Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Antworten. Uneingeschränkt zustimmen, widersprechen, zustimmen, stark widersprechen. Naja, wenn also, die Menschheit eh drauf geht. Ich sag mal, wenn man überlegt, dass das halt eine Möglichkeit wäre, das Bewusstsein des Menschen fortzuführen, eigentlich eine gute Sache. Aber ich sag mal zustimmen, weil es moralisch eventuell verwerflich ist. Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass die Scan-Session Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was manchmal bis zu 3 Tage lang anhalten kann. Ich finde, vorübergehendes körperliches Unbehagen, egal wie schlimm, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Uneingeschränkt zustimmen, zustimmen, widersprechen, stark. Ey, ich hätte eher uneingeschränkt. Aber warum denn? Es ist doch nicht schlimm, 3 Tage krank zu sein, wenn dafür die Menschheit überlebt. Wo ist das Problem? Naja, wenn mir schlecht ist, ist Problem? Doof. Ich mag nicht, wenn mir schlecht ist. Die Arche wurde so konzipiert, dass sie in einer Ranger MKV-2-Sonde passt und demnach mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum geschossen werden könnte. Technisch gesehen könnte sie dort tausende Jahre überdauern und vom Licht unserer Sonne und dem entfernten Sterne gespeist werden. Ich finde, die Arche sollte die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden. Und ein geschränkt zustimmen? Ja. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Nö. Die Digitalisierung der Menschheit ist eine Gelegenheit für einen Quantensprung in unserer eigenen Evolution. Die Leute innerhalb der Arche müssen aus existierenden Gencode geschaffen werden, können aber zum Vornehmen kosmetischer Veränderungen, Verhindern von Alterung und sogar zur Vermeidung von Todesfällen modifiziert werden. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn wir uns Krankheiten und Sterblichkeit entledigen würden. Schwierig, würde ich sagen. Ja, das ist echt schwierig. Also ich sag mal, im evolutionstechnischen Sinne würde man sich ja weiterentwickeln, weil man auf eine höhere Ebene schreiten würde. Aber danach aber, ja nicht mehr. Ja, das weiß man ja nicht, was danach kommt. Du kannst ja ewig leben, theoretisch dann. Also ich sag mal, es ist schon ein interessanter Gedanke. Aber die Menschlichkeit, die eigentliche Menschlichkeit geht verloren, ne? Na, was würdest du sagen? Widersprechen? Macht uns sterben zu Menschen? Ja, schon, ne? Okay, dann mach ich widersprechen. Mittlerweile leben nur noch 58 Menschen, die in der Arche gespeichert werden können. Eine Möglichkeit zur Diversifizierung und Erweiterung der Bevölkerung wäre die Einführung künstlicher Intelligenz, die in jedem Aspekt menschlich wirken würde, wenngleich mit kindlichen und naiven Empfinden ausgestattet. Im Zuge der weiteren Erforschung der Natur der Intelligenz könnten wir in der Zukunft eine Möglichkeit finden, sie noch klüger zu machen. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde selbst von einer minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren. Die Frage ist mir zu kompliziert. Naja, es geht darum, dass künstliche Intelligenz ja menschlich sein könnte. Und selbst wenn diese vielleicht nicht so intelligent ist wie ein Mensch, der dann auch künstlich wäre, könnte die Menschheit davon profitieren. Ich finde die Gedanken nicht schön. Dann mach widersprechen oder stark widersprechen. So, vielen Dank für Ihre Teilnahme. So haben Ihre Kollegen abgestimmt. Die Frage ist jetzt, ob das andere Spieler sind, die so abgestimmt haben. Oder halt die einfach so. Das ist aber interessant, weil... Beim ersten haben wir tatsächlich nur 12% Übereinstimmung und der Rest ist relativ ähnlich. Außer der, ja na gut, beim letzten Punkt sind sich viele unsicher, weil sie wahrscheinlich die Frage nicht verstanden haben. Aber an sich schon... Jetzt war aber nicht mehr da, oder? Nee, das war's. So, Leute! Und bevor wir jetzt den Raum weiter erkunden, Nadine, ist der Part auch schon wieder vorbei. War sehr interessant. Leider sind wir immer noch nicht aus... Pferde entkommen. Nein. Und dieses blöde Dunbat hat sich auch selbstständig gemacht. Tja, so ist das, ne? Und dementsprechend mal schauen, was uns im nächsten Part erwartet. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Part fandet und was ihr denkt, was jetzt folgen könnte, beziehungsweise ob diese Fragen vielleicht später noch irgendeinen Sinn haben. Und ob es uns was bringt, wenn wir nach Omikron fahren.
Schreibt das alles in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis dann, Leute. Ah, war ganz cool wieder, oder? Ja, war eine sehr coole Folge. Ohne Monster, deswegen. Ja, aber ganz ehrlich, als die Tür da auf einmal offen war, das ist okay. Jetzt ist es aus. Ich dachte aber auch, es passiert was. Aber schade, eigentlich. Was? Schade, eigentlich. Was? Schade, eigentlich. Was? Schade.